Okay, ihr Lieben, es ist inzwischen ein bisschen später geworden für uns. Wir haben ganz, ganz lange gesucht. Könnt ihr euch auch gleich noch angucken, zumindest einen Teil davon. Aber die Sache ist die, wir haben uns eigentlich auf die Suche nach der Song A gemacht. Im Gebäude oder in irgendeinem der Gebäude. Aber so einfach ist das alles wohl dann doch nicht. Denn wir hätten vermutlich zumindest schon früher im Spiel hier oder da andere Entscheidungen treffen können, um andere Enden freizuschalten. Vielleicht hätte uns das ermöglicht, ja, letztendlich das Mädchen zu finden und damit auch weitere Enden freizuschalten. Aber das ist uns jetzt wohl in unserer Lage, in der wir uns jetzt sind und mit den Safe Games, die wir jetzt haben, so nicht möglich. Deswegen, ja, müssen wir an der Stelle wohl sagen, wir haben euch alles gezeigt, was wir euch zeigen konnten. Wenn ihr natürlich jetzt angefixt seid und mehr sehen wollt, weitere Enden sehen wollt, von denen es auch einige gibt, das können wir uns auch gleich nochmal angucken, vielleicht. Deswegen befinden wir uns hier auch im Hauptmenü, können wir gleich nochmal reingucken. Ja, dann seid ihr natürlich herzlich dazu eingeladen, euch dieses Spiel vielleicht auch mal zu holen. Ne? Schaut mal in die Videobeschreibung, da haben wir das Ganze auch verlinkt. Und ja, dann könnt ihr das Ganze auch mal selber nochmal erkunden und vielleicht ja andere Enden freischalten. Und dazu ein Hinweis. Ja. Ganz zu Anfang wurden wir von Sang A ja gebeten, den Schlüssel für den Hauswirtschaftslehreraum zu beschaffen. Dieser blöde Raum, das ist der eine, der uns noch fehlte. Ganz genau, der eine Raum, den wir nicht betreten konnten. Und wie wir jetzt gelesen haben, kann man nur auf der höchsten Schwierigkeitsstufe diesen Schlüssel irgendwann wiedererlangen. Das nur so vorweg, falls man wirklich versucht, 100% zu erreichen oder eben Sachen, die wir jetzt hier nicht zeigen konnten. Auch was diesen Schlüssel angeht, da sind wir jetzt ewig noch rumgegeistert. Genau. Rumgegeistert, das war sehr gut tatsächlich. Haben versucht, da noch Teile zu finden. Ja, das ein oder andere Teil haben wir gefunden, aber wir waren eigentlich schon recht gründlich, muss man schon sagen. Ne? Weil ich glaube, ja, das ein oder andere Ende ist uns halt verwehrt geblieben, weil man halt auch früher im Spiel schon Entscheidungen treffen musste. Naja, hat wieder Spielwert. Das ist richtig, ja. So, und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, uns auch mal die verschiedenen möglichen Enden zumindest anteasern zu lassen. Und auch noch weitere Sachen. Ja, hier können wir mal reingucken. Einige Collectibles hier. Genau. Schauen wir aber erstmal in die Enden rein. Wir haben, die wir eben angesprochen haben schon, ja. Wir haben zwei, beziehungsweise, naja, eigentlich drei mit dem Tod erreicht. okay. Erfolgsfortschritt 20%. Bezieht sich das jetzt auf die fünf verschiedenen Schwierigkeitsgrade, die man auch noch jeweils haben könnte? Ich weiß es nicht genau. Ist alles ein bisschen komplizierter in diesem Spiel. Ja. Und ja. Ich will gerne nochmal da reingehen. Wir haben gerade einen Teil des Bildes gesehen. Ja. Ein Teil des Bildes, das ich auch kurz vorher angesprochen hatte. Das ist nämlich das Foto aus dem Tagebuch. Boah, dann müsste man in jedem Schwierigkeitsgrad jedes Ende freischalten, um dieses Puzzle da zu vervollständigen. Ja, oder einfach das Intro sich anschauen. Alter Schalter, ey. Okay. Das ist der Hammer überhaupt. Ja. Ja. Und Geistersammlung. Die Geistersammlung können wir auch mal gucken. Ja. Da gibt's. Okay, Sammelkarten. Cool. Diese Karte hier ist gar nicht verfügbar. Die unsichtbare Stimme. Unpassierbare Brücke, obwohl es noch früh am Morgen war, war die ganze Schule von einem unruhigen Raunen erfüllt. Ein Schüler wurde bewusstlos im Korridor gefunden. Okay. Das sind ist nochmal eine kleine Zusammenfassung von den Geistern. Okay, das mit dem Schwanz. So eine Figur haben wir zwar nicht gesehen, aber dann war das wohl dieser mit Geist. Mit diesem komischen Labyrinth. Mit den Krallen, natürlich. Ja. Ja, okay, ein bisschen was Animalisches war da schon dabei. Okay, ja, genau. Und hier sieht man schon, das sind jetzt die Geister, die wir zumindest freigeschaltet haben, die wir befreit haben teilweise, wie auch immer. Guck mal, die Frau im Schrank. Das war zum Beispiel ein Geist. Genau. Ah, Aufsatz schreiben. Einzige Bestrafung. Mit einem Jungen hat er sich geprügelt. Vielleicht eine Familie stirbt. Ich weiß jetzt, ich bin mir jetzt nicht sicher, haben wir das jetzt freigeschaltet oder. Hier steht nur der Name des Geistes. Das heißt, wir haben da wahrscheinlich die textliche Informationen gefunden, aber diese Erscheinung nicht herbeiführen können. Okay, ganz im Gegensatz zu hier, unserem Baum oder dem Baby. Genau. Das Mädchen seht ihr, vor dem Fenster. Was das noch für Potenzial hat eigentlich. Genau. Den haben wir hier mit dem, kannst du ganz schlecht legen, verborgenen. Mit dem Ver-
verborgenen Gesicht. Ja, hier steht verborgen, da oben steht verloren. Das war das mit der Schwefelsäure. Ja, Geist in der Bibliothek. Die Gleichung. Ja, teilweise waren das jetzt, glaube ich, Stories, die hatten wir bisher jetzt in der Aufnahme noch gar nicht drin, oder? Aber da kommen wir gleich noch sein. Zu. Da kommen wir gleich noch zu. Ah, dann wir selbst. Oh, und hier diese Kreatur. Ja. Keine Informationen. Ah, da fehlt uns dann wohl der Text. Okay. Diese Person oder diesen Geist haben wir gesehen, die Erscheinung haben wir gesehen, aber wir wissen nicht, worum es sich da handelt. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, erhängte Frau. Mann, wir lebendiges haben... Lebendiges Modell. Echt ach, alles gegeben. Biolabor. Das ist genau das Ding. Ich wollte sehen, dass sich dieses Anatomiemodell bewegt. Und das heißt, diese Erscheinung, die wir da einmal hatten, das war wirklich nur wahrscheinlich dieser schwebende Kopf, den wir immer wieder gesehen haben. Ja, das kann gut sein. Okay. Lebendiges Modell, ja. Ziemlich eindeutig. Meine Güte. Okay, da sind aber noch einige übrig. Ja. Ja. Leider. Na, hier 9 von 20. Achso, und ah, das ist die 20. Schriftrolle, da haben wir 9 von. Oder, ja, wir haben Texte, haben wir 9 gefunden. Ja. Und. Nee, sind das die Texte? Blödsinn. Das sind. Ach, ist jetzt auch wurscht. Ich jedenfalls. Ich weiß auch nicht. Es gibt noch weit mehr zu entdecken. Ja. Spielrang, ja. Was haben wir hier? Achso, okay, ja, das Ranking, das ist, glaube ich, uninteressant. Das. Wie toll wir sind. Genau, keine ihr Ahnung. Wisst ja, wie toll wir sind. Ja. Alte Figuren sammeln. Menschenähnliche Figuren, die in der Schule zu finden sind. Keine. Okay, gesammelte Figuren 0 von 7 ja, oder wie das da aussieht. Ja, genau, wir haben keine gefunden, aber was für menschenähnliche Figuren? Die haben wir noch gar nicht gesehen. Hätten wir mehr anklicken sollen? Also an Figuren haben wir gesehen, die Büsten im Kunstraum. Ja. In dem anderen Kunstraum diese Tonfiguren, da waren da auch menschliche da? Ja klar, wir haben auch hier Mutter- und Kind-Figürchen gefunden. Doch stimmt, wir haben welche gefunden, haben wir auch also lügt uns nicht an. Wir haben den Computer beim Lügen erwischt. Genau, muss ein Bug sein. Ja. Wahrscheinlich. Wir haben aber auch ein paar Sachen freigeschaltet. Wir haben nämlich, ja, das ist wahrscheinlich hier bei den herunterladbaren Inhalten, wir haben Outfits freigeschaltet. Outfit Ende, mal gucken, was wir da so bekommen haben. Liste der Outfits. Ja, mal gucken, ob das wirklich... Ah ja, doch. Naja, schau mal. Moment, das ist die Standard. Standard So Young Han. Okay, haben wir denn für irgendjemanden wirklich was freigeschaltet? Oder sind wir einfach zu schlecht? Ach so, doch, guck mal hier. Ah. Wir können aus Shion die einfache Dame machen. Aha. Und wir können... Ja, gut, nichts weiter. Da unten, da doch, Rettungsschwimmer, da. Können uns zum Rettungsschwimmer. Ach, yes. Yeah. Perfekt. Wollen wir so spielen? Okay. Das kann man jetzt so lassen einfach. Oh Mann, will man echt so durchs Spiel wandern? Guck mal, dann kann man voll die Teddys draus machen. Das kann macht sich das Ganze ja auch viel geil. Netter. Och. Wie cool. Wie cool ist das denn? Okay, gut, die haben es zwar nicht frei. Oh, ist das super cool. Schön. Oh Mann. Ist cool, dass man sich wenigstens angucken ja, kann hier. Okay. Ja, okay. Naja, also ihr seht, wer draufsteht, nicht wahr? Also, oh, dann tanzt sie gleich. Schön. Weiße Apfeluniform. Okay. Oh Mann. Naja, gut, das soll es an der Stelle gewesen sein. Genau, also ja, wir würden uns an der Stelle eigentlich verabschieden. Genau. Ansonsten kommen gleich noch so ein bisschen Extras für die ganz eingefleischten Fans. Mhm. Wir haben nämlich, wie gesagt, ja, noch ein bisschen gestöbert und die eine oder andere Geistergeschichte haben wir wenigstens noch aufgedeckt. Ja. Die würden wir euch gleich einfach nochmal kommentarlos bringen. Aber uns an dieser Stelle schon mal recht herzlich bedanken fürs Zuschauen. Wie gesagt, schaut euch dieses Spiel vielleicht mal selbst an, falls ihr neugierig geworden seid, nicht wahr? Hm? Ja, und ansonsten hoffen wir, dass wir euch in der nächsten Aufnahme wiedersehen. Bis dann, macht es gut und tschüss. Tschüss. So, Entschuldigung, nach einem kurzen Cut, einer ganz kurzen Pause, geht es weiter bei The School. So. Ja, ein bisschen was haben wir noch zu erledigen. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Aber wir sind hier.
nicht falsch. Wir wollten ja nicht hier nach unten. Ja. Also mindestens die eine Person da. Wollten wir ja noch finden. Genau. Aber wir haben auch noch andere Dinge, die wir erledigen könnten. Vielleicht, wenn wir die eine oder andere Sache noch vervollständigen könnten. Den Globus hatten wir noch, aber da haben wir irgendwie nicht genug. Da fehlt uns, glaube ich, ein Pin. Pins, ja. Okay, das ist immer noch geschlossen. Das war hier Hauswirtschaftslehre. Hauswirtschaftslehre. Hm. Ich würde gerne noch eine Sache probieren. Das kann ich vom Nebenraum sehen. Irgendwie? Weißt du? Wir kamen zwar da oben durch, aber wir konnten auch auf die Trittleiter nicht mehr rauf. Ach so, das ging ja vom Klo aber da. Die Apparatur kennen wir doch. Ah, ja, Tatsache. Das kommt mit drei Sicherungen, oder was das sein soll. Da kamen wir aber vom Klo her und sind bis nach hier hingestiefelt, ne? Genau. Mhm. Ah, okay, es geht nicht. Ich dachte gerade, vielleicht könnten wir... Die werden sich trennen, alle. Wahrscheinlich. Ah, das geht gar nicht, okay. Oh. Musst du dich für einen entscheiden, dann kannst du ihn trennen. Ich dachte gerade, ich kann den Superschlüssel bauen. Der ultimative Dietrich einfach für alle Räume. Mhm. Ja. Aber noch eine Sache, wir hatten uns ziemlich vertan. Es gibt ja hier das... Ja, den Morsecode auch noch. Morsecode haben wir auch noch. Die Glocken. Mhm. Wir haben auch ein blutiges Arbeitsbuch, also ja, allerlei Dinge. Aber es gibt... Die Tasten. Die Tasten. Es gibt hier den wichtigen Gegenständen, da gibt es natürlich auch das Tagebuch von Zhu Yang. Und wenn wir hier drauf schauen, sehen wir... Es ist die 11. Klasse im Klassenzimmer 8. Ah, nicht Zimmer 8, Zimmer 11. Nicht Zimmer 11. Okay. Die 11 war bloß das Zimmer mit dem Klassenbuch. Mhm. Von daher würde ich vielleicht nochmal kurz gehen. In den Raum 8 schauen wollen. Ich mache mir aber jetzt dann doch keine so großen Hoffnungen. Ich hätte was gehört. Das war die Tür, glaube ich, nur. Okay. Können wir ja mal gucken. Dass wir zumindest einfach mal nachgeschaut haben. Mhm. Ansonsten müssen wir noch mal gucken, wie man irgendwie in diesen hauswirtschaftsleeren Raum kommt. Das ist eigentlich der interessanteste von allen, weil das der einzige ist, den wir bisher noch gar nicht gesehen haben. Der ist echt immer noch rot einfach. Achso, ja, wir können hier aufmachen. Kannst du ja mal gucken, ob es da jetzt was gibt, aber nein, ne? Nee. Wobei die oberen, glaube ich, sowieso leer waren. Kann das sein? Boah, kann sogar sein, dass beide waren. Hm. Ich denke aber nicht, dass da jetzt... lass mich kurz gucken, welcher der Raum... 8 ist 10. Ich denke nicht, dass die Kästen jetzt wieder in irgendeiner Weise befüllt sind. 9. Und das wäre komisch, die 8. Ja. So young. Nein. Nee, hier ist auch nichts. Trotzdem können wir vielleicht hier nochmal kurz die Tische abgehen, ob wir vielleicht hier das Geschenk ablegen können. Stimmt, unterm Tisch. Ja, ich glaube, das haben wir auch schon mal geguckt. Da liegen es vielleicht im Raum 11. Na. Ja, deswegen meine ich ja, wir gucken nochmal kurz durch, aber es ist hier nichts weiter. Ja. Guck halt nochmal in die Schränke, wenn wir schon mal sind. Mir fällt auch noch der eine Raum im Neubau ein, in dem es nur einen weißen Tisch gab in der Mitte. Ja. Das war der Raum, Stimmt, in dem immer das olle Vieh an der Decke war. Wir können auch da nochmal kurz rüberflitzen und einfach mal, weil uns nichts Besseres einfällt. Was war denn jetzt mit dem Vieh eigentlich? Das haben wir immer noch nicht vertrieben. Wir haben irgendwann einfach nicht weiter... Die Gewichte haben wir auch noch. Ein Gewicht fehlt. Das wäre dann das mit der Spinne, ob es vielleicht damit etwas zu tun hat. Kann schon sein. Wenn wir es damit vertreiben könnten, vielleicht finden wir ja in den Räumen, wo wir überhaupt... Naja doch, wir kamen ja überall mal rein. Wir haben die Räume nicht so gründlich untersucht, glaube ich, weil... Kann sein. Entweder war das Ding an der Decke oben... Ja. Oder Stress. Ja, oder wir haben uns nicht getraut, das dabei Licht anzumachen, weil der am Verstecken. Genau. Oh je, oh je. Hm. Ihr merkt schon, es gibt einige Optionen, ob wir das alles, ich kann jetzt schon sagen, dass wir es nicht alles lösen können werden. Aber hey, das wir haben schon einiges gegeben. Ja. Einiges versucht. Wollen wir einfach mal den Spielstand von, vom Gebäude 2 laden? Kann man versuchen. Okay. So. Das ist 4.
mit dieser gruseligen Figur. Aber da hatten wir doch auch schon gefummelt, oder? Haben die Figur angefummelt, ja, beziehungsweise den Bunsenbrenner. Boah. Eieieiei. So ein kleiner blöder Effekt, aber. Erschreckt mich auch schon. Ich bin mir halt echt unsicher, ob wir damals mit der Figur da schon irgendwie ein Special-Ding hatten oder ob das eine normale Begegnung war. Ja, auch hier wieder gute Versteckmöglichkeiten. Ich denke, die Räume im Hauptgebäude 3 bzw. im Neubau würden auch noch ein bisschen Potenzial liefern. Diese Räume hier, die würden sich so anbieten für ein kleines Gewicht oder so. Oder haben wir hier sogar eins schon gefunden? Ich weiß es nicht. Kann sein. Dass wir das mit der Spinne erledigen könnten. Vielleicht könnten wir dann die blöde Spinnenfrau mal loswerden. Ja, wenn es dann zusammenhängt. Ja. So, aber... Im Flügel noch was... Hat da etwas geblinkt? Ich dachte auch gerade. Da war das echt nur Shader, Shader. Naja, ist irgendwie die Rolle oder so, ne? Das wäre auch wieder so ein Punkt gewesen, ne? Dass man hier irgendwie... Wir haben da gar nicht so geschaut, glaube ich. Nee. Ja, da blinken die ganzen... Hier nochmal rein, ob im Stuhl noch was war, aber nee, oder? Dokumente, mit denen wir nichts anfangen können. Okay, ist auch sehr... Wow. Merkwürdig. Ach, guck mal, da sind in den Spiegelungen diese Dinger, aber die sind hier gar nicht... im Raum. Die ist irgendwie nicht so korrekt. Das Spiel ist da schon so ein bisschen fies auch. Ach nein, Quatsch. So nicht fies. Also ehrlich. Das will nur unser Bestes. Hat es schon bekommen. Unsere Seele. Ja. Wir haben übrigens auch das Zeugnis des Zweitbesten eingesammelt irgendwo. Ne? Wir haben auch diese Geschichte mit dem... Wie heißt es? Mit der Zweitbesten, ne? Auch die kann man bestimmt irgendwie... Mit der Ten? Nein! Yeah! Okay. Wir müssen es nochmal machen, ich bin jetzt wirklich aufgepasst. Ja, nee. Notieren oder? Oder, naja gut, wir haben ja immer Fünfer, ne? Ja, wir merken uns einfach, ich probiere einfach mal die Zahlen zu erkennen. Okay, pass auf. Wir machen das nochmal. Da habe ich überhaupt nicht gerechnet jetzt, dass der Zusammenhang besteht, aber ja. Jetzt geht's los. Kurz. Ja, weiß ich nicht. Wird auch lang sein. Wann fängt's denn an? Naja, es müssten immer 5 Klicks sein. Ist blöd. Ich meine, klar, jeder Klick ist natürlich kurz, das ist schon klar, aber Aber die Bewegung, die Zeigerbewegung. Ja, vielleicht. Ja, probieren wir mal das. Kurz lang, also. Gut, jetzt fängt... Lang? Lang, okay. Oder fängt es jetzt an? Das ist auch die Frage. Lang. Kurz. Wer 8? Kurz. Lang. 8-4. Wer das dann? Lang. Kurz. Nee. Lang. Pass auf. Ich notiere. Soll ich einfach mal kurz lang sagen und du notierst dir das mal und dann gucken wir hinterher? Okay. Oder wir können ja auch beide drauf achten. Mach einfach KL oder so. Genau, weißt KL. Du? Genau. Und willst du mal nochmal neu machen hier? Zeig mal. Ich frag mich halt, ob das erst gilt, wenn es einmal ausgeschlagen hat. Fängt es dann an, weißt du? Mit dem Zyklus? Ich glaube, die Bewegung sagt uns. Also, es fängt an mit der Bewegung, die bestimmt zum Beispiel am Anfang lang. Ja, Klick. Dann geht's rüber zum nächsten. Lang. Ist halt die Frage, ob das erste von der Mitte nach links schon als lang gilt oder ob es erst anfängt,
zu gelten, wenn es einmal ausgeschlagen hat. Aber wir können. Es macht ja schon ein Geräusch. Also schon. Naja. Schon der Weg dahin würde ich. Wir probieren es einfach mal. Schreiben wir einfach mal das erste Lang mit auf und dann gucken wir, was Sinn macht. Okay. So. Du diktierst mir, ob lang oder kurz. Okay. Lang. No. Lang. Lang. Kurz, 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 lang, lang, kurz, lang, 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 lang. Lang, lang, kurz, kurz und jetzt ist Schluss. Da haben wir einen zu viel. Aha, dann ist die Frage, ob der lange am Anfang, wenn wir den weglassen würden, wie sähe es dann aus? Und? Weil es geht ja auch nicht alles, ne? Es ist ja immer, es gehen ja zum Beispiel nicht lange außen und dazwischen kurze, weil das sind keine Ziffern. Okay. Lang, lang und dann dreimal kurz. Lang, lang, dreimal kurz ist 7. Dann hätten wir dreimal kurz, zweimal lang. 3. Dann ein kurz, 4 lang. 1. Und 3 lang, 2 kurz. 8. Auch nochmal checken. Du kriegst gleich eine Klatsche. Shit. Ja, renn mal raus. Renn einfach geradeaus. Ja, rennt nicht mit. Ah. Wenn die Tür noch am okay. Aufgehen ist. Bleib. Ja. Ist okay. So, wir haben jetzt einen Code und wir haben mindestens 2 Nummernschlösser, die mir ja. Einfallen in dem Musikzimmer. Und wir sind hier auch in einem Musikraum. Wäre vielleicht eine Anlaufstation. Und das andere war. Das andere war wo? War das in irgendeinem Direktorzimmer oder Fakultätsbüro oder so etwas? Irgendwie so ein Verwaltungsding. Aber Musikzimmer würde echt gut passen eigentlich, ja, oder? Ja, das ist richtig. Dass wir da jetzt mit dem Morsecode, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Mhm. Echt lustig. Das ist nicht, wofür ein Metronom da ist. Tja, das ist ein Geistermetronom. Mhm. So ist das. Wir gehen dann mal runter, prüfen, nachdem wir gespeichert haben, die Fakultätsbüros und was sonst noch für Sonderräume sind. Und danach stiefeln wir mal rüber ins Haupt... Nein, in Neubau. Das, in den Neubau. Musikraum. Musikraum. Und da dann, war definitiv und dann können wir dort Schloss. Auch gleich mal die anderen Klassenzimmer untersuchen, ob wir noch einen Buchstaben finden, einen Kranich oder ein Gewicht. Ja. Alrighty. Hallöchen. Gut. Tatsächlich kann es ja auch sein, dass es einige Gegenstände gibt, die wir zwar gesehen haben, die aber keine Interaktion ermöglicht haben, bis wir vielleicht mit irgendeinem Gegenstand unterwegs sind oder irgendeine Information gelesen haben, ne? Tja. Möglich. Auch hier. Aha. Tatsache, ja. Na gut, können wir mal ausprobieren. Mhm. Ja, warum nicht? Ich würde gerne auch gleich hier mal unter die Tische schauen bei, hier, Feuerzeuglicht. Okay. 7318. Ich nehme mal die Maus. 7318. Mhm. Nope. Nee, okay. Ja, okay, man kann irgendwie alle rein und raus machen, okay. Nee. Musik und so. Okay, mach kurz Licht aus. Prüf mal mit dem Feuerzeug. Nochmal den Raum im Detail ab. En Detail. Unter den Tisch gucken. Siehst du, du läufst schon wieder vorbei. Ja, nee, ja, ich wollte hier erstmal den so. Rand entlang gucken, aber es ist ja berechtigt. Alles gut, ist okay. Alles gut. Wir haben das Spiel eigentlich geschafft, aber wir erzeugen trotzdem noch 5 Stunden. Videomaterial. Das ist viel Material. Für Orizokt.
Nee, die ist. Nee, das werden wir abgegrast. Nee. Okay, dann probier nochmal die Büros unten drunter. Und dann gehen wir in das nächste Gebäude. Öffne mal, wenn nicht, dann geh ins Klo. Wow! Ins Klo. Der ist aber auch langsam müde, ne? Kann ich verstehen. Irgendjemand hat seinen Stuhl nicht ordentlich rangestellt. Man muss noch drunter gucken, die Tische. Boah, das ist schon eine beschissene Suche. Hinter der Klimaanlage, ja. Auf der Klimaanlage, in der Klimaanlage. Müssen sie anschalten, dann fliegt da etwas raus. Eine Schreibmaschinentype. Na gut, aber zumindest wir haben einen Code. Und. Nein. Renn jetzt einfach mal den Gang entlang, komm. Ich will wissen, ob wir dem Ding entfliehen können. Doch. Man kann dem Ding entfliehen. Okay, na dann geh eins höher und dann kannst du rübergehen ins andere Gebäude. Dann lass mal die Eins hier. Jetzt ist irgendwie, weiß ich nicht, jetzt bin ich irgendwie ständig angespannt, weißt du, weil jetzt diese Auflösung nicht kam von dem Gespenst. Ah, oh nein. Und jetzt kommt so richtig dicke, meinst du? Ja, ja. Weißt du, jetzt kommt das, wenn wir es am wenigsten erwarten, das ist so das Ding. Vielleicht kommt die Figur da von oben runtergestiefelt, dieses Anatomiemodell. Jetzt kommt alles auf einmal. Das krabbelt an der Decke. Er entfernt sich wieder. Nun gut, dann machen wir uns jedenfalls auf den Weg in den Neubau, falls wir das nicht im Cut gesagt haben. Da, außerhalb links. Des Cuts, wie auch immer. Ah, ja. Okay. Da müsste eigentlich das Musikzimmer sein. Ja. Und geradeaus durch, genau. Der Kasten. Gib du mal die Zahl ein, ich sage sie dir. Das ist 7318. 7318. Yo. Ein Dokument. Mhm. Ja, das ist jetzt alles viel Arbeit für kleine Geschichtchen, wa? Mensch, dreh dich. Okay. Das nicht? Wieder so. Okay. Verlorenes Gesicht. Eun-A war beliebt. Sie war nicht nur hübsch, sie war auch noch musikalisch begabt. Seit ihrer Kindheit hatte sie Preise für ihr Talent gewonnen. Alle liebten sie. Wie es in solchen Fällen geschieht, wollten auch alle mit ihr befreundet sein. Und ihr stieg das zu Kopfe. Misook hingegen kannte kaum jemand. Sie fand sich hässlich. Dies nagte an ihrem Selbstbewusstsein, sodass sie ängstlich und introvertiert erschien. Folglich besaß sie keine Freunde und selbst ihre Klassenkameraden beachteten sie kaum. Eines Tages schritt Eun-A im Gespräch mit ihren Freunden durch den Korridor. Misook, die gerade putzte, bemerkte sie erst, als Eun-A sie anrempelte. Misook stolperte und ließ den Putzeimer fallen, den sie bis eben gehalten hatte. Das Schmutzwasser ergoss sich über den ganzen Flur. Eun-A entschuldigte sich nicht, stattdessen nahm sie kaum von Misook Notiz und ging einfach wortlos weiter. Erzürnt lief Misook ihr nach und bestand auf eine Entschuldigung, doch sie bekam nur Spott. Wovon redest du denn? Du bist so hässlich und dreckig wie das Putzwasser, haha. Boah, ey. Die anderen Mädchen kicherten zustimmend. Misook lief vor Scham und Zorn rot an. Von diesem Tag an war sie das perfekte Ziel für Gemeinheiten. Jedes Mal, wenn sie durch den Gang lief, machte man sich über sie lustig, ganz gleich, ob sie es hörte. Mit der Zeit wandelte sich die Wut, die sie Eun-A gegenüber empfand, zu Hass. Sie beschloss sich an Eun-A dafür zu rächen, was diese ihr angetan hatte. Sie glaubt, sie sei so hübsch. Glaubt sie etwa, ihre Schönheit währt ewig? Nun, das wollen wir doch mal sehen. Eines Tages, als sie Eun-A mit ihren Freunden im Musikzimmer unterhielt, trat Misook leise an sie heran. Wie gewöhnlich begann sie, sich über sie lustig zu machen. Niemand achtete auf die Flasche in ihrer Hand. Misook drehte den Deckel von der Schwefelsäure, die sie bei sich trug, und schleuderte sie Eun-A ins Gesicht. Eun-As Schreie füllten den Raum und hallten in den Gängen wieder. Die Schüler um sie herum rannten in Panik davon. Niemand blieb, um Eun-A zu helfen. Eun-A flehte und
flehte unter Qualen, schreiend um Hilfe, doch Misuk lächelte nur und sah ihrem Flehen zu. Eun-As hübsches Gesicht wurde von der Säure verätzt. Sie konnte von Glück reden, überlebt zu haben, doch ihr halbes Gesicht war von einer hässlichen Narbe bedeckt. Von ihrer einzigen Schönheit war nichts mehr zu sehen. Nach diesem Vorfall ging sie nicht mehr in die Schule und wagte sich nicht einmal mehr vor die Haustür. Sie zerstörte all ihre Spiegel, und da ihr beschädigtes Auge empfindlich auf Licht reagierte, war ihr Hass stets in Dunkelheit gehüllt. Ihre Depression wurde so schwerwiegend, dass sie sich schließlich vom Dach ihres Hauses sprang. Allerdings war es nicht leicht, ihre Leiche zu identifizieren, da sie mit dem Gesicht zuerst aufgeschlagen war, wodurch das, was davon blieb, noch weiter entstellt wurde. Seit ihrem Tod heißt es, Eun-As Geist würde gelegentlich im Musikzimmer erscheinen. Man sagt, der Geist erscheine stets mit dem Rücken zum Betrachter, und wer Eun-As Gesicht erblickt, wird sterben müssen. Das war wohl auch dann der Geist hier. Ja, ja. Ja, ja. Genau, und immer wenn wir das Gesicht gesehen haben, dann war es zu spät, nicht wahr? Ja. Aha. Okay. Cool. Wieder eine Geschichte. Nice. Also nicht nice, die Geschichte natürlich nicht, aber gut, dass wir es gemacht haben. Dann speichern wir das auch direkt mal ab, wenn wir einen kleinen Fortschritt gemacht haben. Okay, so was gibt es nun, ja, die ganzen Räume hier, nicht wahr? Ich möchte nochmal in die Okkultismus-AG gehen. Arbeiten wir uns hier nochmal vor. Ja, vielleicht bisher auf die Decken achten, wobei jetzt hier unten vielleicht noch nicht. Es schadet nicht, ein bisschen zu gucken. Naja, wenn die irgendwie kreisförmig angeordnet wären, könnte man vielleicht, denkt man, könnte mit der Kreide da irgendwelche Hexensymbole so bestimmt in einer ganz bestimmten Reihenfolge drauf hüpfen auf die Kissen. Mhm. Guck mal, da sind auch diese alten Türen drin in dem Raum, siehst du? Ah. Die anderen haben alle diese weißen Türen. Das sind bestimmt ganz besondere Türen, die irgendwie die Kräfte im Zaum halten, ja, oder so, weißt du? Holzart. Darf man ja eben, darf man jetzt nicht einfach so austauschen. Wenn ich unsere Wünschelrute nehmen. Damit was aufstöbern. Geister? Ja. Wasser finden. So, hier habe ich ein gutes Gefühl jetzt. Pass auf. Hier wird nämlich der Durchbruch kommen. Darmdurchbruch. Ja. Ganz nah, das spüre ich. Und dann ist es nur eine Schulmünze. Boah. Ja, sogar so. Nee, noch schlimmer, ein Filzstift. Du meintest der nächste Raum, ne? Ja, ja, natürlich. Hier habe ich jetzt kein gutes Gefühl gehabt. Naja, wir wollten das große Lesezimmer hier. Nein. Was? Und jetzt? Haben wir da jetzt was eingeworfen? Den Brief oder was? Das ist... Scheiße. Das ist scheiße. Ja, wir haben vielleicht den Liebesbrief eingeworfen. Und wir wurden dabei beobachtet. Da ist er, da ist er. Da ist er. Bitte was. Okay. Also, was ist da gerade geschehen? Kannst du mal gucken, ob wir den noch haben? Kannst du das machen? Hier ist Maus, okay. Ja. Naja, wir behalten irgendwie alle Gegenstände, die wir einmal gesammelt haben. Wie schon, ne? Wir haben ja auch noch, außer Verbrauchsgegenstände. Wir haben... Wo war er das denn? Das war was anderes, das war das Zeugnis. Zweitbester. Da. Aha.
Okay. Wobei das Mädchen eben aussah wie unsere Sang-A. Die hat ja auch so kurze Haare, oder? Bin da nicht gut drin. Meinst du, wir finden die vielleicht noch in einem Raum hier jetzt? Falls sie jetzt in der Nähe war. Gucken wir doch mal nochmal in die Bibliotheken und sowas. Ist jetzt interessant wieder. Ja. Und dann können wir vielleicht nochmal bei dem Kasten vorbei. Da noch etwas machen können. Oh Mann, ey. Könnte der sich bitte mal verpinkeln? Scheiße, ich hoffe nicht, dass er da rausgehen will. Doch. Oh je. Drückt uns die Daumen! Guck ihn ja nicht an. Mist! Schade! Hätte ja klappen können. Ja, okay, ist egal. Ich will aber nochmal rein in das Lesezimmer. Ich glaube. Interessant. Also. Das ist ja krass. Problem ist, das Ding ist nicht aufgefallen, weil da so viele komische Stromkästen zum Zeug stehen. Ich kann mir ja auch an einem davon was machen. Nee, der kommt doch, der ist doch da. Ich glaube, wir müssen uns erstmal verpieseln. Ich glaube auch. Verpieseln, das ist das Stichwort. Alles gut, komm her. Gönn ihm eine Pause, Alter. Die rettende Toilette ist nicht weit, siehst du? Okay. Ja, interessant. Wir haben zumindest wieder irgendwie was geleistet. Und das ist okay. Ja. Dann war das. Oder war das der Kummerkasten? Weil. Wir haben vorhin noch irgendwann gesagt, es gab doch laut irgendeinem Schreiben einen Kummerkasten im Neubau. Ich dachte immer erst, diese ganzen kleinen Holzkästen im ersten Gebäude seien so eine Art Kummerkasten, oder aber zumindest das Ding ist mir überhaupt nicht aufgefallen, ne? Ah. Okay. Ja, wir müssten da jetzt nochmal hoch, nochmal gucken, ob da jetzt jemand auftaucht. Wow. Jetzt hätte sie aber richtig in die Hose geschissen, wenn da auf einmal wirklich jemand hinter dir gestanden hätte. Das ist jetzt aber für die ganz hart gesottenen Orizokt-Fans, glaube ich. Stand da was drauf? Mit Bremer? Was? Ach. Australien, kleinster Kontinent. Aber haben wir denn genug von den Dingern? Wir wissen nicht. Haben wir einfach nur die falschen Stellen angeklickt? Kannst du irgendwas anklicken und der macht da was? Oder müssen wir schon... Nein, ich muss den richtigen gezielt Spot treffen. Ah, so. Das andere war Ägypten. Moment. Ja. Ägypten ist... Da, ja, genau gerade jetzt, ja. So gegenüber von Asien irgendwas? Was sich auf Silber... Einmal komplett reimt oder ich weiß nicht was. Kuba. Bin ich hier wirklich auf der... Boah. Aber Kanada war doch auch, glaube ich, ein... Ja. Ach, ich kann wieder wegnehmen, oder was? Ja. Aha, okay. Ich kann sie auch da lassen, dann. Na, oder ist es wieder so ein Ding... Hier, die Papierdinger, die können wir auch platzieren, weißt du, aber es reicht dann nicht, es langt nicht. Ja, und wir haben nur 4... Auch nochmal 5 Ziele. Okay, Asien, ja, das war hier. Soll ich jetzt die Gegenstelle nehmen? Die Gegen... Dann wäre ich eigentlich mehr im Ozean, ne? Boah. Dann wäre ich nicht wirklich hier. Silber. Irgendwann ist Südamerika. Kolumbien, Venezuela. Was gibt... Argentinien? Argentinien, okay. Ja gut, und das andere war wohl Russland, oder?
was jetzt noch übrig wäre, wobei ich nicht genau weiß, welcher Ort speziell. Was, wie war das denn da beschrieben? Hatten wir nicht irgendwie wie Moskau im Sinn, ja, oder so? Ja, Moskau hatten wir da aufgrund dieser Poster oder Bilder im Sinn einmal. Okay. Aber das war dann ja die was anderes. Kann ich mir nicht mal neu setzen, oder? Ja, okay. Aber um nochmal zu überprüfen und nochmal ganz sicher zu gehen, die Dokumente besagen... Es waren auf jeden Fall 5 Orte. Trauma des Mädchens? Länder, genau? Ja. Ägypten hatten wir. Genau. Argentinien ist dann wohl Silber. Ahornbäume ist Kanada. Genau. Ach nee. Unter dem Meer spielt... Holland wahrscheinlich hat, also Niederlande. Der Farbe von Karotten zu bedanken. Ja, pass auf, wir prüfen das. Wir prüfen das. Niederlande. Ja, Netherlands sind da. Ah. Ja. Gut. Okay. Gut, ja gut, wenn wir den dritten haben, dann können wir hier am Globus also auch... Wissen wir zumindest schon mal, dass wir die Dinger da wirklich reinpinnen können. Das ist schon ganz gut. Gut. Pinnwand. Weißt du, könnte man sich auch mal so einen Pin nehmen, vielleicht. Haben wir halt einen Speicherslot weniger. Könnten aber das Rätsel lösen. Ja. Muss ja auch Prioritäten setzen. Und das Scheißding ist uns nicht aufgefallen. Ne? Es steht auch genauso unnütz da wie hier die anderen Stromkästen. Das ist so unauffällig. Ja. Eigentlich nicht. Eigentlich, wenn man wahrscheinlich hier hochkommt. Aber wir laufen immer so. Nein, das ist total unauffällig. Wir laufen immer so und schauen, wo der Typ ist. Das kann man gar nicht sehen, eigentlich. Das ist eine Heldentat, dass wir das da gemacht haben. Ist das? Nee, ne? Nein, du kannst ja nur den Automaten bedienen. Ja, hier diese komischen, dieser Vorsprung da, weißt du? Nee, weil das ist ein Standfuß, weil kann ich noch andersrum stellen. Oh Mann, ey. Das ist bestimmt das eine oder andere Pausenbrot vom Tisch gefallen. Lecker. Auch unter den Tisch geklebt für später. Vielleicht auch die Information von irgendeinem Geist hier mit, von wegen Küche, bla. Weißt du, Küchenhilfe Doris oder so hat sich hier umgebracht. Und wir müssen und wurde verfüttert an die Schüler. Genau, und wir müssen ihr jetzt irgendwie ein Opfer bringen hier. Weißt du, vorhin, es ist Stunden her, dass wir eigentlich das Finale gesehen haben, ja? Im Video ist es wieder so, dass wir sagen, boah, machen das. Und dann hängen wir so, voll in den Seil. Ich hab keinen Bock mehr. Irgendwie müssen wir das erklären. So, wir sind komplett durch inzwischen irgendwie. Wir haben ja ewig gesucht. Wir haben so viele Räume noch abgesucht. Nach irgendwelchen Gegenständen. Wir haben einen Scheißdreck gefunden eigentlich. Naja, ein bisschen Kleinkram haben wir gefunden. Ein bisschen Kleinkram wahrscheinlich haben wir es auch reingeschnitten. Ja, ja, wie dem auch sei. Die letzten 2 Minuten für euch waren die letzten 2 Stunden für uns. Aber wir wollen uns eine Sache gönnen. Ja. Nämlich wir wollen uns den Mega-Koffeinschock holen. Also auch Yeah. Wir spielen mal den Automaten mit Geld. Ich will mal probieren, was passiert, wenn ich hier 2 rein tue. Kann ich dann 2-mal klicken oder so? Ich kann 1 nehmen. Mhm. Dann gehe ich nochmal ran. Naja, aber das leuchtet dann auch nicht. Nee. Na gut. Okay. Also die nächsten 5 Sekunden werden die nächsten 5 Minuten für uns. Ah. Das hier, die verschiedenen Koffeinstufen vielleicht auch von 1 bis 5. Hinterher finden wir die einzelnen Gegenstände hier in irgendwelchen Gegenständen, die wir kaufen können. Hier in der Dose, da klappert was, weißt du? Nein, wenn wir den Automat leer gekauft haben, sind dahinter die Gegenstände. Ich muss mal gucken, weißt du? Ah, dahinter, da, das will ich haben. In GTA San Andreas kann man ja, wenn man in einem Fastfood-Restaurant ist, sich überfressen und dann kotzt er vor die Theke. Kriegen da auch den Blick einfach, weißt du? Sehen wir alles voll fokussiert einfach. Wir sehen dann die ganzen Geister, die hier durch die Gänge schleichen. Wir werden selbst zu einem, dann sehen wir die. Vielleicht crasht das Spiel. Integer Overflow. So, es ist soweit. Wie viele Coffee-Fees haben wir denn jetzt? Verschieden? Nee, Heilgegenstände. Wir haben 18 Dosen. Okay. So. Ja, dann 18 mal klicken, ne? Wow. Ja, ich hab's gemerkt. Weiter. Ich guck mal eben, ich guck mal kurz. Yo! Okay. Und wieso holt man sich sowas?
Inwiefern ist das ein Heilgegenstand? Vielleicht wäre das jetzt gut gewesen, nur einen zu trinken, dann kann man irgendwie laufen oder so, pass auf. Geh mal in den Geschichtsraum, sehen wir jetzt Geister? Der soll ich das da echt machen? Nee, jetzt eins drunter, oder? Wow, 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 ich dachte schon. Oh, es geht aber langsam wieder. Wir beruhigen uns wieder. Nee, komm, hier Dröhnung geben. Ja. Bam, 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 alles weg. Ja, und danach die Gallensteinpillen. Oh yeah. Alter. Was geht und auch runter? Noch laufen. Oh. Kannst du sterben dadurch? Ich hab keine Ahnung. Renn mal. Oh. So richtig will er aber auch irgendwie nicht. Okay. Achso, ich wollte runter eigentlich. Ich frag mich nur, was das bringt, dann diesen Kaffee zu trinken. Wenn wir das gleiche durch Rennen erreichen können. Boah. Das ist ja jetzt hier kein erstrebenswerter Effekt. Ja, vielleicht haben ja ein, zwei irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Leistung zur Folge oder so, aber das hier jetzt ist ja albern. Okay. Okay, gut. Aber wir haben es gemacht. Warum nicht? Es geht aber langsam wieder. Gut. Dann, dann gucke ich es kurz nach, ja. Ja, mach das. Das filmst du jetzt mal nicht, film mal kurz weg. Die Kamera wegdrehen. Ja. Oh. Scheiße, 2 Uhr schon wieder. Oh,